Pharmacia. Der Arzt. Medicul. Die Brust. Pieptul. Das Fieber. Febra. Der Finger. Degetul. Der Grad. Gradul. Das Herz. Inima. Der Husten. Tusea. Das Knie. Genunchiul. Die Kopfschmerzen. Durerea de cap. Der Magen. Stomacul. Die Medizin. Medicamentul. Das Rezept. Rezeta. Die Tablette. Tableta. Das Waschbecken. Chiuveta. Să folosim acum noile cuvinte în propoziții. Neben dem Goetheplatz ist eine Apotheke. Lângă piața Goethe este o farmacie. Herr Neumann ist Arzt von Beruf. Domnul Neumann este medic de profesie. Dieter hat eine breite Brust. Dieter are pieptul lat. Ich habe schon seit gestern Fieber. Am febră deja de ieri. Ich habe 39 Grad Fieber. Am febră de 39 de grade. Was hast du auf dem Finger? Ce ai pe deget? Sie hat ein gutes Herz. Ea are un suflet bun. Mein Bruder hat starken Husten. Fratele meu tușește foarte tare. Er nimmt sie auf das Knie. El o ia pe ea pe genunchi. Ich habe Kopfschmerzen. Am dureri de cap. Ist das der Magen? Acesta este stomacul? Ich brauche heute keine Medizin. Azi nu am nevoie de medicament. Der Arzt schreibt das Rezept. Medicul scrie rețeta. Er gibt mir eine Tablette. El îmi dă o tabletă. Im Bad haben wir ein Waschbecken. În baie avem o chiuvetă. În continuare, completați următoarele propoziții cu substantivele corespunzătoare. Mă duc la farmacie. Ich gehe in die Apotheke. Medicul mă cheamă în cabinetul medical. Der Arzt bittet mich ins Sprechzimmer. Și fiul lui are pieptul foarte lat. Sein Sohn hat auch eine sehr große Brust. Am febră. Ich habe Fieber. Ai grijă, degetul. Pass auf, dein Finger. Ea are inima bună. Sie hat ein gutes Herz. Sora mea tușește. Meine Schwester hat Husten. El se spală pe genunchi. Er wäscht das Knie. Sigur acesta este stomacul? Ist das bestimmt der Magen? Azi nu am nevoie de medicament. Ich brauche heute keine Medizin. Pe ea o doare capul. Sie hat Kopfschmerzen. Medicul îmi dă rețeta. Der Arzt gibt mir das Rezept. Ia o tabletă. Ich nehme eine Tablette. În baie este o chiuvetă. Im Bad ist ein Waschbecken. Într-un oraș sunt multe farmacii. In einer großen Stadt gibt es viele Apotheken. Ce vor să facă azi medicii? Was haben die Ärzte heute vor? Noi avem 10 degete. Wir haben zehn Finger. Copiii au inimă bună. Die Kinder haben gute Herzen. Copilul are genunchii murdari. Das Kind hat schmutzige Knie.
El a cumpărat 10 tablete de aspirină. Er hat 10 Aspirin gekauft. Er hat 10 Tabletten Aspirin gekauft. Să exersăm perfectul compus. Completați propozițiile următoare cu forma corespunzătoare a verbului haben și cu participul trecut al verbului principal. El și-a luat deja micul dejun. Er das Frühstück schon. Er hat das Frühstück schon gegessen. Te-am văzut în oraș. Ich dich in der Stadt. Ich habe dich in der Stadt gesehen. Ea a citit ziarul. Sie, die Zeitung. Sie hat die Zeitung gelesen. Noi am băut bere. Wir, Bier. Wir haben Bier getrunken. Am găsit 100 de mărci. Ich, 100 Mark. Ich habe 100 Mark gefunden. Ai vorbit cu bunicul. Du, mit dem Opa. Du hast mit dem Opa gesprochen. Voi ați luat deja pila. Ihr, schon die Pfeile. Ihr habt schon die Pfeile genommen. Ei au ajutat-o pe mătușa ta. Sie, deiner Tante. Sie haben deiner Tante geholfen. Copilul meu a dormit 10 ore. Mein Kind, 10 Stunden. Mein Kind hat 10 Stunden geschlafen. Cartea a fost pe masă. Das Buch auf dem Tisch. Das Buch hat auf dem Tisch gelegen. El a stat lângă masă. Er an dem Tisch. Er hat an dem Tisch gestanden. Am scris o scrisoare. Ich einen Brief. Ich habe einen Brief geschrieben. Acum traduceți propozițiile următoare în limba germană. Iar după amiază am scris o scrisoare. Gestern Nachmittag habe ich einen Brief geschrieben. El a stat lângă burghiu. Er hat an der Bohrmaschine gestanden. Prosopul de șters pe mâini era pe chiuvetă. Das Handtuch hat auf dem Waschbecken gelegen. Duminica am dormit până la ora 10. Am Sonntag habe ich bis 10 Uhr geschlafen. Pe cine ai ajutat, pe mama? Wem hast du geholfen? Der Mutter? Am luat un clește. Ich habe eine Zange genommen. Dieter a vorbit cu meșterul. Dieter hat mit dem Meister gesprochen. Am găsit buletinul tău în cantină. Ich habe in der Kantine deinen Ausweis gefunden. Ieri am băut limonadă la restaurant. Gestern haben wir im Restaurant Limonade getrunken. In Pause am citit ziarul. In der Pause habe ich eine Zeitung gelesen. Te-am văzut în oraș. Ich habe dich in der Stadt gesehen. El a mâncat deja micul dejun. Er hat schon das Frühstück gegessen. Să învățăm câteva cuvinte și expresii noi. Auszeichnen. A evidenția, a se evidenția, a decora. Fehlen. A lipsi. Gesund. Sănătos, sănătoasă. Krank. Bolnav, bolnavă. Krank schreiben. A trimite în concediu medical. Mitmachen. A participa. Nicht nur, sondern auch. Nu doar, ci și. Sondern. Ci. Es tut mir weh. Mă doare. Untersuchen. A examina. Să folosim cuvintele noi în propoziții. Er zeichnet diesen Wein aus. El laudă acest vin. Was fehlt Ihnen? Fragt der Arzt. Ce vă lipsește? Întreabă medicul. Mein Vater ist immer gesund. Tatăl meu este întotdeauna sănătos.
Du hast Fieber, du bist krank. Tu ai febră, ești bolnav. Ich schreibe dich 4 Tage krank. Îți dau 4 zile de concediu medical. Ich will Fußball spielen. Machst du mit? Vreau să joc fotbal, vii și tu? Gehört dir das Fahrrad? Nein, es gehört mir nicht, sondern meinem Bruder. Bicicleta este a ta? Nu, nu este a mea, ci a fratelui meu. Er will nicht nur Brötchen, sondern auch ein Stück Wurst. El nu vrea doar o chiflă, ci și o bucată de cârnat. Das Herz tut mir weh. Mă doare inima. În continuare, completați propozițiile următoare cu cuvintele sau expresiile potrivite. El își laudă secretara. Seine Sekretärin. Er zeichnet seine Sekretärin aus. Ce-ți lipsește? Întreabă medicul. Was dir? Fragt der Arzt. Was fehlt dir? Fragt der Arzt. Mama mea este întotdeauna sănătoasă. Meine Mutter ist immer. Meine Mutter ist immer gesund. Mătușa mea este acum bolnavă. Meine Tante ist jetzt. Meine Tante ist jetzt krank. Medicul îmi dă 5 zile de concediu medical. Der Arzt. Mich 5 Tage. Der Arzt schreibt mich 5 Tage krank. Jucăm fotbal. Vrei să joci și tu? Wir spielen Fußball. Willst du auch? Wir spielen Fußball. Willst du auch mitmachen? Această casă nu este a mea, ci a fratelui meu. Dieses Haus gehört nicht mir, meinem Bruder. Dieses Haus gehört nicht mir, sondern meinem Bruder. Ea cumpără nu numai rochia neagră, ci și bluza albă. Sie kauft das schwarze Kleid, die weiße Bluse. Sie kauft nicht nur das schwarze Kleid, sondern auch die weiße Bluse. Mă doare stomacul. Der Magen. Der Magen tut mir weh. Medicul trebuie să-l examineze. Der Arzt muss ihn. Der Arzt muss ihn untersuchen. Acum traduceți.